Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cats hier auf dem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Ja, das letzte Video war ja extremst spannend, finde ich. Denn wir sind mit diesem geilen Wal hier, mit diesem legendären Wal, sind wir ganze 2 Stufen innerhalb von einem Video aufgestiegen. Und das war richtig, richtig nice, Leute. Und ja, ihr seht schon hier links unten, die Meisterschaft endet in 10 Minuten. Und ich hoffe, wir steigen auch dieses Mal auf. Aber momentan befinden wir uns auf dem 13. Platz mit nur, ja, 3 Medaillen. Das heißt, wir müssen hier noch einige Plätze nach oben kommen, damit wir hier aufsteigen. Und das werden wir natürlich versuchen, in diesem Video zu erreichen. Wir wollen hier unbedingt aufsteigen. Ich will hier unbedingt aufsteigen. Ich bin motiviert. So, einen Sieg haben wir ja schon mehr als vorhin. Und ja, währenddessen ich offline war, habe ich einen neuen Rückstoßer bekommen, der eigentlich richtig, richtig, richtig gut ist, Leute. So, bitte nein, da verlieren wir auch. Ja, wie es aussieht, brauchen wir um einiges mehr Angriff. Ja, gegen den können wir halt nicht viel machen, außer vielleicht hinten andere Reifen drauf zu hauen. So, das wird also richtig, richtig, richtig spannend, Leute. Also ich hoffe, ihr bleibt dran. Und falls euch dieses Video gefällt, vergesst bitte nicht, einen Daumen nach oben zu geben. So, ein sehr, sehr häufiges Problem, wie wir hier sehen, ist, dass wir einfach zu oft hier aufgehoben werden und ja, zerstört werden. Aber, wie schon im letzten Video erwähnt, ich hoffe, das habt ihr gesehen, Leute. Ja, habe ich schon sehr oft dort erwähnt, dass mein Wal hier viel Luft nach oben hat. Denn ich habe hier fast kein Teil noch abgegradet hier. Ihr seht schon Stufe 3 und so. Da geht noch viel nach oben. So, ich würde sagen, deswegen jammen wir hier gleich mal die Kiste hier. Von dem wir, ja, da ist schon eine Krone drauf. So, Klumpfuß. Bohrer, okay, so einen Knauf, den können wir schon rauf tun, denn mein Wal hat ja plus 100% auf Knauf. Und ich würde sagen, den hauen wir gleich mal da hinten rauf. Der bekommt dann etwas mehr und dann können wir gleich den anderen Knauf, den wir hier runternehmen, ja, verwenden, um den hier abzugraden. So, pro Aufstieg bekommt dieses Teil plus 100 Lebenspunkte und das ist schon richtig nice. Aber Leute, bevor wir hier das Teil weiter upgraden, öffnen wir noch eine Kiste, denn vielleicht bekommen wir einen Knauf, der etwas besser drauf ist. Also nein, da haben wir auch nichts und diese Kiste jammen wir auch noch. Und falls wir dann was brauchen, werden wir uns natürlich hier noch ein paar Kisten holen. So, ein Kleberreifen, ein Stachel, ein Surfer, der sieht gar nicht so schlecht aus, aber nur gut. Ja, irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden mit meinem Vorderrad, aber das ist halt doch mega stark, finde ich, das Vorderrad. Deswegen möchte ich das nicht wirklich hier, ja, wechseln. Ja, komm, das werten wir gleich auf. Wir haben ja wieder einiges an Kohle hier. Das heißt, wir können hier ordentlich upgraden. Und wenn wir da wirklich plus 100 für jedes Upgrade hier bekommen, machen wir das natürlich. So, wir müssen auch mal was verkaufen. Ja, den Flitzer, wir müssen uns schon irgendwas aufbehalten. Und wir haben auch einige Werkzeuge, die wir noch benutzen können. Und ich glaube, damit sollte sich dann ein Aufstieg ausgehen. So, ihr seht schon, Energiewerkzeug und auch ein Lebenswerkzeug. Wo habe ich das Lebenswerkzeug drauf? Entweder hier, da bekomme ich 500. Ja, oder hier. Es ist eigentlich ziemlich egal, wo ich es drauf habe. Was? Das kostet 150.000. Na gut, dann hauen wir es nicht da drauf. Aber vielleicht hier auf den Rückstoßer. Da ist es um einiges billiger. Aber wir müssen ja vorher sowieso einiges noch verkaufen, damit sich hier irgendwas ausgeht. Ja, komm, auf diese Rückdüse. Das ist eines meiner stärksten Teile hier. Da werte ich das aus. Plus 593. Aber wir brauchen halt trotzdem noch etwas Angriff, um hier besser zu werden. Und ja, schauen wir mal. So, da haben wir eine Doppelrakete, da haben wir die Rakete. Ja, komm, den graden wir gleich mal ab. Mit diesem Laser hier. Ich spiele ja nicht so gern Laser. Da bräuchte man wirklich was, was ewig viel aushält. Und ja, komm, dann Stufenaufstieg. Plus 46 haben wir da schon mal. Die Dinger verkaufen wir auch. Die spiele ich eigentlich auch sehr, sehr selten, weil sie einfach sehr kurz sind, finde ich. Da braucht man das nicht so. So, ich weiß nicht. Die Waffen mag ich. Ich mag den Bohrer am wenigsten, würde ich sagen, von allen Waffen. Was ist denn eure Waffe, die ihr am wenigsten hier mögt, Leute? Schreibt mir doch mal das bitte in die Kommentare. Würde mich interessieren so. Und jetzt machen wir schon um einiges mehr Schaden und halten auch um einiges mehr aus. Und ja, komm, wir probieren das gleich mal aus. So, gegen den sollten wir nicht gewinnen. Da brauchen wir noch etwas mehr Leben. Aber schauen wir mal. Nein, ja, gegen den haben wir gewonnen. Gegen den Opa. Ich hoffe, wir gewinnen hier auch noch gegen manche anderen. Ja, wie gesagt, mehr Angriff. Und komm, ja, auch gewonnen hier. So, 2 Medaillen haben wir schon mehr. Eieiei, da fahren wir drauf. Das ist halt mega, mega nervig. Das könnten wir vielleicht ändern. Komm, wir werden dann probieren, vorne den kleinen Reifen rauf zu tun und hinten den großen, ob sich da was ändert. Das machen wir gleich, Leute, das machen wir gleich. So, wir sind jetzt auf dem 9. Platz, haben 6 Pokale und wir probieren es einfach aus. Da bin ich jetzt richtig gespannt, wenn ich hinten den Klumpfuß rauf tue, was hier jetzt passiert, ob es mich vielleicht dann umschmeißt.
Nehme ich, schmeiß es nicht um. Und jetzt heb ich sogar die anderen auf, Leute. Das war eine sehr, sehr gute Wahl. Das war wirklich eine... Wow. Okay, das war da natürlich dann nicht so toll. Leider trifft meine Doppelrakete hier nicht den Gegner. Schade. Aber wir haben schon einen Sieg mehr. Und das kann schon einiges hier machen. Und hier auch hier werden wir nicht aufgehoben. Trotzdem ist der Laser des Gegners schneller. Vielleicht noch hier etwas meine Raketen upgraden. Dann sollte sich das ausgehen. Yes. Doppelrakete sei Dank. Wie geil war der Sieg? Der war mega, Leute. Der war richtig mega. Und ich glaube, jetzt sollten wir schon unter den Top 5 sein, um hier auch aufzusteigen. Ja, wir bekommen hier nochmal eine Medaille. Direkter Aufstieg natürlich jetzt nicht möglich. Komm, ein Schuss noch. Aber geht sich nicht aus. Egal. Wir sollten normal schon aufsteigen. Wir haben jetzt 3 Siege mehr. Vielleicht geht sich noch einer aus. Nein. Mehr Angriff, mehr Angriff. Dann sollte sich auch dieser ausgehen. Ja, so 3 Siege haben wir jetzt mehr, Leute. Wie sieht das jetzt aus? Wir sind jetzt unter den Top 6 mit 9, ja, Medaillen. Die anderen sind hier nicht online. Das heißt, wir sollten jetzt hoffentlich aufsteigen in den nächsten 4 Minuten. Trotzdem geben wir uns hier nicht geschlagen. Ich will hier mehr Vokale. Deswegen werde ich hier da mal hier was upgraden wieder. Die Doppelrakete. Aber wir müssen hier... Nein! Oh, verdammt. Jetzt ist natürlich mein Fahrzeug nicht mehr drinnen. Wow, 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 wow. Wie konnte das passieren? Das finde ich ziemlich nervig, dass man so schnell das... Es sollte wirklich so einen Rückknopf geben. Ja, komm, zum Glück da. Habe ich schon Angst gehabt, dass mich jetzt hier irgendjemand einholt inzwischen. Aber nein. Ja, komm, wir verkaufen das. Das wollten wir ja machen. Wir wollten hier Zeug verkaufen, damit wir hier mehr upgraden können. Upgraden, upgraden, upgraden. Das ist gerade unsere Devise, Leute. Ja, mit den blauen Dingen machen wir nicht viel. Die verkaufen wir lieber. Ja, plus 46. Oh ja, natürlich will ich das machen. Ja, ich will das wirklich damit aufwerten. Alle will ich dann auch nicht verkaufen, Heber. Aber wir haben sehr, sehr viele Karosserieteile. Wie sieht es damit aus? Ja, fast ein Level Up. So, jetzt haben wir ein Level Up. Plus 45. Die Doppelrakete hat ja plus 30 plus einen Angriff, wenn sie auf einem Bar ist. Und dieser Bar hat noch, ja... Plus 2006, plus 100%, wenn ein Knauf drauf ist. Aber nur das Problem ist, der Steckplatz ist zu hoch. Deswegen, wenn ich jetzt 2 Knäufe rauf tue, dann hat der keinen Bodenkontakt. Und das ist eigentlich ziemlich nervig, Leute. Wenn ich mich da nicht vom Fleck bewege. Obwohl, ich habe eigentlich nur 2 Raketen. Ah, verdammt, da treffe ich nicht. Das ist nervig so. Aber komm, gegen ihn sollten wir jetzt gewinnen. Wir halten ja jetzt mehr aus. Nein, wir machen auch mehr Schaden. Komm, nein, so knapp. Wir müssen nur noch... Okay, dann werden wir die hintere Rakete jetzt upgraden, damit sich auch der noch ausgeht. Das kann es ja nicht sein. Nein. Okay, dann müssen wir wieder Sachen loswerden hier. Schnell verkaufen alles. Ich muss hier auch achten auf meinen Brocken hier. Ich habe hier einen 2-Sterne-Dingens. Können wir da noch was machen? Ja, klar können wir da noch was machen. Da hauen wir einfach das Teil drauf, damit es stärker wird. Und wie sieht es mit dem anderen aus? Ihr seht schon, ich habe so einen... Zweitbrocken hier, den ich hier einfach so nebenbei etwas hochziehe, damit ich immer einen Kung-Fu-Brocken auch noch im Notfall habe. Der ist aber leider jetzt nicht sehr, sehr stark. So, jetzt wie gesagt, die hintere Rakete müssen wir hier upgraden. Okay. Rückstoße auch noch drauf und das auch noch so. Und jetzt sollte sich ausgehen. Diese 35 Schaden, die wir hier mehr bekommen, die wir hier mehr machen, ja... machen das, glaube ich, jetzt aus, dass wir gegen ihn gewinnen. Come on, ein Schuss noch. Yes, da ist er weg. Und wir bekommen noch eine Medaille vom Santa. Komm, geht sich auch er noch aus? Nein, er geht sich nicht aus. Schade. Der Bohrer macht dann halt doch zu viel Schaden auf Dauer. Ha. Da bräuchten wir auch nur etwas mehr Angriff. Aber ich glaube, wir sollten jetzt wirklich aufsteigen. Wir haben jetzt 10 Medaillen. Die Gegner sind nicht online. Außer sie kommen jetzt natürlich alle online. Backen hier anderes Auto rein und zerstören mich hier komplett. Aber das wird hier nicht passieren. Deswegen werden wir hier, um die Zeit zu überbrücken, noch schnell ein paar Duelle spielen. Ich will ja auch wieder meine Siegerserie etwas pushen. Es wird wieder Zeit. Und ich will hier auch ein paar Kisten hier farmen. Denn es ist ja 10 Uhr, Leute. Über Nacht sollte man meistens eine Superkiste hier öffnen können, damit man da auch, ja, die 6 Stunden gut nutzt, die man hier nicht spielen kann, wenn man schläft. Außer ihr stellt euch wirklich einen Wecker, um auch ein paar anderen Kisten alle 2 Stunden zu öffnen. Aber würde ich euch natürlich nicht empfehlen, wenn ihr am nächsten Tag, ja, zur Schule müsst oder in die Arbeit müsst, damit ihr auch ausgeschlafen seid, Leute. Ja, die Meisterschaft ist bald zu Ende und vielleicht bekommen wir dieses Mal eine legendäre Kiste. Ich habe schon gedacht, ich bekomme beim nächsten Mal eine legendäre Kiste, aber ist sich nicht ausgegangen. Ich weiß wirklich nicht, wie man nach den Meisterschaften die legendären Kisten bekommt. So, 54 Sekunden noch und wir bekommen jetzt gleich mal eine Krone und noch eine Kiste. Und ich hoffe, es ist eine super Kiste, wo ich gleich eine Krone drauf bekomme. Das wäre natürlich das Allerbeste hier.
Ja, dadurch, wie hier hinten so ein großes, ja, ein großes Rad haben, wird das Auto leicht ausgehoben, wenn es losstartet. Durch die Rückdüse, wenn dann zum Beispiel hier auf der anderen Seite ein Klassiker steht, der mit einer Vorderdüse in mich reinrammt, dann hebt er mich komplett aus und das muss ich vermeiden. Aber ich kann hier eigentlich vieles kompensieren mit meiner Doppelrakete. Also wenn ich hier auf dem Rücken liege, schießt die Doppelrakete trotzdem noch mega auf den Gegner rauf. Und ja, ich hoffe, wir sind hier gleich mal höher. Und ja, Leute, ein kleiner Zwischenstand. Welche Stufe seid denn ihr so? Schreibt es mal in die Kommentare und auch ungefähr, wie schnell ihr die Stufen aufsteigt. So, jeden Tag nur eine Stufe oder jeden Tag zwei Stufen. Ja, das ist schon meine dritte Stufe, wenn wir hier aufsteigen. An diesem Tag, wo wir aufsteigen, jetzt habe ich oft aufsteigen gesagt, denn das letzte Video, also von gestern, habe ich auch schon heute aufgenommen. Doch ich habe mir einfach gedacht, komm Danny, die Meisterschaft endet heute und du musst aufsteigen. Und da musst du gleich ein Video starten. Und ich habe mir extra geschaut, dass ich hier kurz vor 10 nach Hause komme. War ja gerade mit meinen Freunden etwas essen. Und ja, wir haben es wirklich geschafft. Es hat sich ausgezahlt, Leute. Wir sind hier Stufe 14, bekommen leider jetzt keine legendäre Kiste. Schade. Aber morgen bekommen wir eine legendäre Kiste. Und wieso ich das weiß, zeige ich euch gleich. So, wir sind jetzt endlich auf Militär mit 5 Sternen. Und ich hoffe, wir können bald Prestige 2 machen. Wenn es so gut weitergeht, dann können wir das wirklich bald machen. Das dauert dann nicht mehr lange. So, plus 30%, wenn auf Pyramide. Und noch eine Doppelrakete mit 2 Sternen. Die finde ich nice. Wow, der Surf ist ja auch mal geil. 2484 Leben mit 13 Energie. Aber da finde ich meinen legendären Wal momentan noch etwas besser. Gar nicht mal so schlecht, diese Kiste. Ja, wieso ich das weiß, dass wir hier, dass wir morgen eine legendäre Kiste bekommen, ist das hier. Denn ich habe jetzt 322.000 Katzenmedaillen, bin auf Platz 4 in meiner momentanen Liga und ich glaube nicht, dass hier einer noch 200.000 bzw. 150.000 Katzenmedaillen innerhalb von 24 Stunden gut macht. Wenn er das macht, dann hat er es wirklich verdient, aber es muss ja nicht nur einer machen, es müssten ganze 3 Leute machen, die über mir dann sind, damit ich hier keine legendäre Kiste bekomme. Und das ist in einem Tag wirklich schwierig zu erreichen. Ich habe ja auch 2 Skillpunkte. Was soll ich denn als nächstes killen, Leute? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Denn ich möchte dieses Video auch an dieser Stelle beenden. Es war wieder ein mega spannendes Video. Am Anfang habe ich mir doch gedacht, Danny, hast du dir nicht heute etwas zu viel vorgenommen, dass du hier noch aufsteigen willst? Denn ich war ja wirklich auf Platz 3 davor, vor dieser Meisterschaft. Und wir können ja kurz noch da reinschauen, Leute, ob wir da auch irgendwas zu melden haben. Vielleicht schaffen wir einen direkten Aufstieg auch gleich mal. Nö. Okay, da bräuchten wir eigentlich nur etwas mehr Angriff. Okay, nein, Leute, wir schaffen keinen direkten Aufstieg hier. Man könnte natürlich hier noch etwas Angriff reinhauen. Aber wenn wir schon gegen den ersten 2 hier wirklich schwierig hier gewinnen, dann wird das, glaube ich, nichts. Ja, Leute, an dieser Stelle möchte ich Danke bei euch sagen fürs Zusehen. Falls ihr dieses Video gefallen hat, wie schon gesagt, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Und falls du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich sehr, sehr, sehr über ein Abo von dir freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut und haut rein, Leute. Ciao.